Und da sind wir auch schon wieder zurück bei Red Dead Redemption. Und wir haben hier so eine kleine Nebenmission angenommen. Wir können entweder einer Nonne helfen oder sie ausrauben. Und ich bin ja ein ehrbarer Typ, wie ihr das schon bemerkt habt. Darum machen wir uns hier auf den Weg, um ihr zu helfen. Versteht sich doch von selbst. Unsere kriminelle Seite haben wir hinter uns gelassen, das ist Vergangenheit. Schön die Trompeten so im Hintergrund. Und mal gucken, wo wir hier so hinkommen. Sollte ja eigentlich nicht mehr allzu weit sein. Hoffen wir es doch, hoffen wir es. Denn wir sind hier auch schon eine ganze Weile unterwegs. Wir könnten ja mal einen Blick auf die Karte riskieren. Ich glaube, das lohnt sich gar nicht, weil es genau da vorne ist. Habe ich mir gleich gedacht, als ich diese Stadt hier gesehen habe. Ach, schon wieder jemand, der Hilfe braucht? Hey, Alter, lass das! Na, Kumpel, willst du dir auch noch eine Kugel fangen? So. Das war schon unsere zweite gute Tat heute. Zuerst der Typ mit den Wölfen in den letzten Folgen. Und jetzt das hier und der. Ist ja ein Fettsack, ey. Streck uns nicht den Arsch entgegen. Ah, ekelhaft. So, hier noch so lecker Pferdeschnitzelchen. Schneiden wir uns natürlich heraus. Können wir immer gut gebrauchen. So, und kick. Wie übermächtig stark unser Held auch ist, der tritt diese Pferde einfach mal davon. Schnippel, die Schnippel, die Schnapp. So, können wir hier nochmal? Nee, diesmal können wir sie leider nicht mehr wegtreten. So, dieses Pferd hier hat überlebt. Ganz nett. Aber hier haben wir noch eine Leiche, die wir plündern können. Und die da vorne natürlich auch. Haben wir so ein bisschen Kohle wieder beisammen. Und du, Pferd, du sollst nicht abhauen. Bleib gefälligst da. Denn wir haben hier noch was zu erledigen. Ach, guck mal, schöner Bahnhof. Nett, wirklich nett. Ja, Hallöchen auch. Ach, wir müssen in die Stadt rein. Okay. Ach nee, doch nicht. Müsste vor der Stadt sein, auf dem Weg hier. Na, das sieht mir doch sehr nach einer Nonne aus. Ma'am, können wir Ihnen vielleicht behilflich sein? Ach, wir können einfach spenden, ja, okay, hier. Find it in your heart to donate some money for the poor? Perhaps cast a little sunlight into their lives? Well, maybe, but ain't it the Lord's responsibility to look over his flock, not mine? Yes, but the Lord has brought you to me so you could help me. They're at their wits' end, and their faith has been cast aside. All it would take is a few dollars to get them started on the right path. So they could see there are those who care. A few dollars to completely restore someone's faith? I never knew life is so simple. There you are, sister. Yes. Life is much simpler than we make it. Gracias, señor. And God bless you. Ja, Gott und die Welt schön. Diese 10 Dollar konnten wir ja erübrigen. Das war ja jetzt nicht viel. So, Ehre steigt und wieder. Den Balken haben wir schon ziemlich weit oben.
So, mal gucken hier. Wer ist denn am nächsten? Wo ist denn jetzt Luisa schon wieder? Ach ja, genau, die war ja hier unten. Dann gehen wir zuerst dahin. Auf geht's! So weit ist das ja nicht. Das schaffen wir schon noch in ein paar Sekunden, Minuten oder Stunden. Wir haben ja Zeit. Kann sich nur um Monate handeln. Und in ein paar Jahren werden wir vielleicht da sein. Alt und gebrechlich. Und es ist wieder eine wunderschöne Nacht. Naja, fast. Bisschen Wolken verhangen. Sieht ja fast aus wie ein Tornado oder so, der sich zusammenbraut, weil alles so im Kreis gehalten wird. Was natürlich nicht stimmt. So, komm schon. Wir müssen zu Luisa. Und hier gehen wir einfach mal hier rüber. Das ist gar kein Problem. Eine wunderbare Abkürzung war das. Damit haben wir uns gleich 3 Monate gespart. Jetzt dauert es nicht mehr so lange. Hier überall ein paar Kräuter am Wegesrand, aber die lassen wir mal getrost weg. Die brauchen ja nicht wirklich. Ist ja nur so eine kleine Nebenmission, glaube ich, irgendwie, dass wir ein bisschen Kräuter sammeln könnten. Und das hier scheint der richtige Flecken zu sein. Was haben wir denn da? Ein schönes Häuschen, so abgelegen. Sogar mit Zaun. Hier einfach vor dem Eingang Zaun hinbauen. Super Idee. Weiß nicht, was es bringt, aber wird schon seinen Sinn haben. Was haben wir denn hier noch Hübsches? Ein Rädchen. Das gleich mal umfällt. Ja, hier drin kann man sich auch super wohnen. Sehe ich schon. Das ist der 5-Sterne-Hotel hier. Und hier noch so Bettgestell. Ach, kommt zwischen 5 Uhr und 2 Uhr. Ja, super. Ach, hier. Ja, komm. Ach, es drückt. Oh. Da wir gleich mal die Lampe runtergeworfen. Na, macht ja nichts. So, ich muss jetzt hier aufs Klo. Komm schon. Ach, dann halt dicht. Aber hier haben wir noch so eine schöne Truhe. Und was haben wir denn hier? Jo, bisschen Geld. 10 Dollar haben wir gespendet. Hier haben wir 15 wieder gefunden. Damit haben wir wieder einen kleinen Gewinn gemacht. Hallo? Wieso ist denn hier niemand zu Hause? Oder können wir jetzt da nicht einfach rein? Doch, können. Hallo? Ah, ein schönes Feuerchen. Aber sonst ist hier nicht viel. Ein Schrank, den öffnen wir mal. Wir sind so frei, wir dürfen das. Stört doch niemanden. Und was Interessantes gefunden. Ja, ein bisschen Munition. Ganz nett, ganz nett. Na gut, dann schlagen wir halt ein Camp auf und speichern mal kurz ab. Das ist ganz nett hier eigentlich. So schön abgelegen mit diesen Bäumen hier. Ist doch gar nicht mal so übel. So, komfortables Camp. Und dann wird hier mal kurz gespeichert. Zeit für ein kleines Nickerchen. So, diese Tageszeit sieht doch schon viel besser aus. Na, jetzt sollte sie ja da sein. Wo sind wir denn hier gelandet? Das Lager haben wir doch ein bisschen woanders aufgeschlagen. Was soll das? Teleportiert sich der Gute in der Nacht? So, jetzt hier runter. Sehr schön. Schlagen wir uns noch durch die Büsche hier. Und dann sind wir auch schon da. Ach, das sieht ja ganz anders aus jetzt. Der Hüter meiner Schwester. Está bien. No.
Marston. Mama, Papa, este es el gringo que me salvó. Muchas gracias. My family's indebted to you. Forgive my English. What's happening? Great and terrible things. The revolution is coming. The country will be in turmoil once more. This time, we hope it's the last time. Does that seem likely? With Abraham Reyes, anything is possible. Where's your family going? My parents and my brother are headed to the hills. My sister has to flee. The army have an unfortunate way of treating women. And you? Don't worry about me, Mr. Marston. I'm living in history. I'm not afraid to die. Your nobility is almost as affecting as your naivete. I would rather be dead than a cynic like you, Mr. Marston. I would too. I know you're not really like that. You saved me. Luisa, ¿quién va a salvar a Miranda? Tenemos que llevar al puerto su barco, sale al anochecer, no queda tiempo. Mr. Marston, can I ask one more favor of you? Can you take my sister to the docks? We are sending her to work for a kind man in the Yucatan. She's too young for revolution. Okay. Anything I can do to help out? The boat leaves at sundown. Miranda, vamos. Ja, das können wir tun. Tut weh, eine Familie hier auseinanderzureißen. Aber es geht wohl nicht anders. Okay, dann warte mal auf mich. Ach, und da läuft auch die Zeit weg. Wir müssen uns also ein bisschen ranhalten, Freunde. Okay, okay. Beginnt die vor Sonnenuntergang zu den Docks. Oh, das war schon mal haarscharf hier. Solche Aktionen sollten wir in Zukunft lassen. Okay, wir müssen uns hier beeilen. Also die Zeit, die läuft uns davon. Komm schon, ihr Klepper. Na toll. Komm jetzt, haltet uns hier nicht auf. Wir haben keine Zeit für sowas. Este camino está prohibido. What do they want now? Act normal. It's nothing to worry about. Te conozco. Eres un pinche rebelde. Disparen! No le dejen escapar! Go! Get away from them! Ja, ich würde ja gern, aber ich kann nicht. Ach, das Anfahren dauert viel zu lange. Wir müssen diese Typen hier ausschalten. Und zwar schnell. So, jetzt. Mist, der eine hier hat's überlebt. Aber ist auch egal. Wir müssen weg hier. Oh, er hat sie in die Luft gesprengt. Ja, ja, ich hab's gesehen und wir sind ja auch schon unterwegs. Mist, das ist ja der falsche Weg. Na super. Hier querfeld eingeritten. Die Linie ist auch extrem in scheiß Farbe gehalten. Das sieht man fast gar nicht auf der Karte. Ist nicht gerade hilfreich. Na, wir werden das schon schaffen. Okay, okay. Komm schon, komm schon. I see more of them. Go right here. Nach rechts, okay, nach rechts. Von hier aus. Und ich schieße mal auf diese Typen hier. Hier so ein paar Punkte gesetzt. Wird schon helfen. Ich dachte, die Pferde folgen der Straße, verdammt. Dabei halten die einfach an. Das ist auch nicht sehr hilfreich. Keep going, we can make it. Na super, na super. Ich kann nicht auf alles achten. Schneller, schneller. Ob wir das schaffen, Leute? Ich weiß ja nicht. Ich kann nicht schneller, sonst werfen uns die Pferde ab. Das wäre auch nicht so gut. Ich versuche ja mein Möglichstes. Ach, die Kavallerie darf die Docks nicht erreichen. Da müssen wir diese Typen hier loswerden. Weg mit euch, üblen Gesellen. Ach Mist, der eine Typ, der steht ja noch. Ich sehe ihn aber nicht. Ich glaube, der kommt nicht mehr hinten nach. Na dann los, na dann los.
Nach links, okay. Na super, na super. Ein Maschinengewehr. Ach, und diese Kutsche ist so schwer zu lenken. So richtig behäbig. Na Freunde, das ist ja ein Spaß hier. Kommt schon, kommt schon. Die Zeit wird knapp. Und ob wir das noch schaffen, das werden wir sehen. Und zwar in der nächsten Folge von Red Dead Redemption. Euch noch einen schönen Tag. Und wir hören uns. Bis dann.